Hola mi gente, willkommen zurück auf meinem Kanal oder besser gesagt, willkommen das erste Mal auf meinem Kanal. Vielleicht ist es nicht das erste Mal, vielleicht habt ihr mein Intro gesehen und das ist das erste Mal, dass wir wirklich über Männermode reden. Und in dieser Reihe, die wir jetzt drehen, geht es um die Basics, die in einem Männerkleiderschrank auf jeden Fall vorhanden sein sollte. Es muss nicht sein, man kann sich immer mit irgendwas anderem behelfen, aber ich finde diese Basics, die ich euch vorstellen will, auf jeden Fall sehr vielseitig und damit kann man viel anfangen. Ja. Das erste Teil, was ich euch vorstellen möchte, ist sehr gut kombinierbar und ein sehr schönes Teil. Es geht sich um die schwarze Chinohose oder am besten gesagt Chinohosen an sich. Chinohosen kann man auf jeden Fall updressen oder downdressen, das heißt, du kannst schick damit rausgehen oder etwas ja, legerer, casual Style. Man kann halt viel damit anfangen. Ich habe jetzt die schwarze Hose gewählt, kann man gut mit weiß kombinieren, auch all black. Ich bin zwar nicht so der große Fan von all black everything, aber kann man theoretisch auch viel mit spielen. Und ja, ist halt ein Teil, womit man halt schick rausgehen kann, aber auch casual. Das, was ich euch jetzt vorstellen will, ist so der Goat des Kleiderschranks, das weiße T-Shirt, ein Clean White Tee ist essentiell meiner Meinung nach, also wirklich das Wichtigste, was du im Kleiderschrank haben kannst. Das weiße T-Shirt geht auf alles, meiner Meinung nach, oder zu 99% auf alles. Ich würde vieles damit kombinieren. Es ist sehr versatile, also es ist sehr vielseitig und ja. Ein weißes T-Shirt ist auf jeden Fall ein Muss. Man kann sich es auf jeden Fall in vielen Läden auch als Dreierpack oder als doppeltes Pack kaufen. Ich finde, die Qualität eines weißen T-Shirts ist auf jeden Fall sehr wichtig. Klar kann man sich weiße T-Shirts en masse kaufen, aber ich finde, wenn man wirklich ein, zwei T-Shirts im Kleiderschrank hat, die eine bessere Qualität hat, hat man noch länger was davon und muss nicht immer sich ein neues kaufen. Klar, man kann es auch in die öfters mal waschen, aber da geht auch die Qualität flöten und ja, weißes T-Shirt. Also das nächste Item, was ich euch zeigen will, ist die Navy Blue Jeans, also eine dunkelblaue Jeans. Ist auf jeden Fall ziemlich wichtig im Kleiderschrank, meiner Meinung nach auch hinter dem weißen T-Shirt das Wichtigste sozusagen. Das kann man vielseitig einsetzen, sehr viele Kombinationen sind möglich und ja, man kann es auf jeden Fall etwas schicker angehen mit einem Hemd, aber auch ganz locker mit einem T-Shirt oder mit einem Pulli, es geht halt alles damit. Wieso Navy Blue Jeans? Ich finde, eine dunkelblaue Hose ist auf jeden Fall ja, wichtiger als eine helle Hose. Klar, eine helle Hose ist auch gut zu haben, aber mit der Navy Jeans ist es viel einfacher zu kombinieren und es ist nicht so eingeschränkt. Das nächste Teil, was ich euch zeigen möchte, ist das weiße Hemd. Auch in vielen Situationen einsetzbar. Vielleicht musst du es nicht jeden Tag in der Schule tragen. Klar, du kannst tragen, was du möchtest. Aber wenn du jetzt arbeiten gehst oder eine Ausbildung anfängst oder was auch immer und du musst dich vielleicht ein bisschen schicker anziehen, dann ist das weiße Hemd auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig.
kannst du mit sehr vielen Hosen in verschiedenen Farben halt kombinieren. Chino-Hose, Jeans, darüber haben wir eben schon gequatscht. Auf jeden Fall das weiße Hemd, auch wenn du mal zu einer Kommunion gehst oder was auch immer, eine Hochzeit, soll es auch eine Beerdigung sein, das weiße Hemd auf jeden Fall ein Major Key in der Garderobe eines Mannes. Das letzte Teil auf der Liste, was ich euch heute zeigen möchte, sind die weißen Schuhe. Oder besser gesagt, weiße Sneaker. Weiße Sneaker sind auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Teil einer Männergarderobe. Meiner Meinung nach sind das die vielseitigsten Schuhe, die du haben kannst. Klar, viele Leute sagen auch, Sneaker müssen vielleicht nicht so mit dem ganz normalen Outfit zusammenhängen. Das heißt, dass es halt so ein Piece ist, was rausstechen kann, sagen wir mal so. Viele Sneakerheads legen da auch nicht so großen Wert drauf. Ich bin meiner Meinung nach kein Sneakerhead, ich würde mich da nicht so nennen. Aber einen weißen Sneaker, blaue Hose und ein weißes T-Shirt, da hast du auf jeden Fall einen clean Look. Klar kann man das auch noch mit der Chino-Hose in Verbindung bringen, dass du sagst, vielleicht keine Navy Blue Jeans und eine Chino-Hose geht genauso gut. Und ja, wenn du halt im Moment keinen passenden Schuh hast, hast du deinen Outfit, ein weißer Schuh kannst du immer gut kombinieren. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, einmal über mein größtes Hobby zu reden und, ja, wie soll ich sagen, wild zu gestikulieren. Bis zum nächsten Mal. Adios.